richtig noch versucht zu atmen. Die haben seinen, Digga, die haben ihn die ganze Zeit in den Hals gestochen. So stech mal jemand 30 Mal mit so einem kleinen Objekt in den Hals. Und überwiegend Mexikaner. Das Kartell kann deine Familie umbringen lassen, sofort. So, Digga, die haben alles da, die haben Koks reingebracht, alles, verstehst du? Und das war so, die Wärter waren alle Mexikaner. Das heißt, die waren auch sehr korrupt, dementsprechend. Ja, na klar, oder die mussten da. Digga, was hast du eine Wahl? Guerrero. Sergeant Guerrero. Den Namen vergisst du nicht, ja, er hat dich dick auseinandergenommen. Ja, man, er hat mich richtig so, er hat mich richtig, Digga, da, er hat mich richtig die Ohrfeigen gegeben, oder? Ja. Ich war richtig so, aber ich habe auch ihn die ganze Zeit angelächelt, weißt du, was meinst? Okay, wir sind wieder mit einer neuen Real Life Story am Start. Ihr habt euch eine Folge gewünscht, wo ich mit meinem Coach Aaron über seine Knast in Amerika rede. Hier ist die Folge, ich hoffe, sie gefällt euch. Dass ihr denkt, dass ich so nochmal rumlaufe, aber ich komme gerade vom Sport, Digga. Ich trainiere gerade dreimal am Tag, zweimal am Tag. Ja, aber wie gesagt, ich bedanke mich auch, Bruder, du bist wirklich, was das angeht, einer der stabilsten. Danke, Bruder. So, man sagt dir Bescheid, wir müssen was trainieren, du bist auch direkt am Start. Ja, normal. Wie gesagt, ich habe auf meiner Community ich auch schon ein Bild veröffentlicht, habe gesagt, wir drehen jetzt auch mal, weil die meisten wollten, dass wir ein Video drehen mit dir, wo du wirklich nur über die Zeit im Gefängnis sprichst, Amerika-Knast. Ja. Was war das, weißt du? Ich fange auch am besten direkt an. Ja. Wirklich. Für die, die wissen wollen, warum Aaron im Gefängnis gelandet ist, so, das war das erste Video auf meinem Kanal, das könnt ihr euch anschauen, erklärt das doch mal. Genau, wir sprechen jetzt wirklich nur darüber, wie war es im Gefängnis in Amerika. Okay, im Gefängnis. Die ersten Tage, als du angekommen bist, oder was war das für ein Film? Also, der erste Tag war, ich war in Yuma County, Digga, war ich, die Sheriffs haben mich dann, haben gesagt, du gehst jetzt in U-Haft. Ja. Weißt du? Und da dachte ich so, okay, Digga. Ich dachte richtig dieses auf, wow, hier war's, Bruder. Ich bin 22 Jahre alt, weißt du, was ich meine? Ja. Hochsicherheitsknast war das, ne? Yuma ist U-Haft, verstehst du? Okay. Wenn ich euch kurz erklären kann, es gibt County, LA County, was übrigens das berüchtigste U-Haft gibt, ist, was es Dings, in New York gibt es auch ein paar schlimme. Aber U-Haft ist County Jail, weißt du, was ich meine? Und dann kommst du irgendwann ins Geschlossene, okay, was ich meine, in die größeren. Und da gibt es dann halt verschiedene Levels, Level 5. Okay. Für die Level 5 ist The Shoe. The Shoe ist für uns das Loch sozusagen. Was also heißt das? 23 Stunden komplett drinne jetzt oder wie? 24 Stunden drinne. Okay. Plus du hast zwei Ausgänge die Woche gehabt. Wo zwei Ausgänge die Woche? Ja, weil ich war drei Monate im Loch. Weißt du, was ich meine? Also ISO-Haft. Dazu. Deshalb. Okay, erklär das doch mal. County Jail, was unterscheidet das denn von anderen Gefängnissen? Also, guck mal, in den großen Gefängnissen, wenn du jetzt da ankommst, du fährst dann irgendwann 5, 6, 7 Stunden dahin oder wärst hingeflogen, das ist ganz krank, Digga, mit US Marshals. Und dann kommst du im Großen, dann bist du verurteilt. Und dann kommst du da an, bist erstmal in der Aufnahmephase, ja, 3 bis 6 Monate, und dann wirst du direkt zugeordnet, wo du hinkommst. Und da fängt dann dein Leben an sozusagen. Weißt du, und U-Haft ist diese Phase, du kennst selber. Ja. Oder lange U-Haft sitzen, dies, das. Weißt du, 6, 7, 8, 9 Monate U-Haft. Weißt du, was ich meine? Und U-Haft ist in Amerika, so wie es bei uns war, 60, 70 Mannseele. Okay. Ein Wärter, überfüllt. Alles ist da. Gangmitglieder. War das Einzelzellen oder auch Doppelzellen dann? Keine Doppelzellen. 70 Mannseele mit Doppelbetten. Okay. Verstehst du? Aufgereiht. Über den ganzen Saal, der Saal war wie ein L. Jetzt check ich das als richtig. Genau, war wie ein L. Das haben wir Mexiko genannt, weil da auf dem Fernseher lief nur Telemundo. Und hier haben wir Dings einfach für alle, war Sport, Mord, die Sache. Und die Gruppen waren auch so unterteilt, wie man das im Fernsehen genau, sieht. Ja. Du bist ja in Yuma, schüsst du, das heißt, es ist Arizona. Yuma ist die Grenze zu Mexiko. Was meinst du, wie viele Dings da saßen, Digga? Mhm. Schüsst du? Paisanos, ja, Chicanos, es war full mit Mexikanern, also was man. Ja. Wie war das so mit diesen ganzen Gangs? Waren da auch mehrere Gangs? Musste man sich an der Gang anschließen? Ja, zum Beispiel, da gab es, was ich von den Latinos bekommen habe, da gab es Southerners, Northerners. Southerners waren auch so Süden-Kerli, glaube ich, Northerners. Paisanos waren komplette Mexikaner, ja. Chicanos waren amerikanische. Also da muss noch nur Mexikaner dann auch in den Gangs dann, nur. Ja, genau, so wenn du Ami Mexikaner warst du Chicano. Weißt du, was ich meine? Und wenn du Paisano warst, warst du richtig so, da waren so diese Kartellleute, diese Mexikaner, weißt du, richtig, die einfach über die Grenze, die,
gar nicht in Amerika leben auf den Anzug, so wie ich das damals in Arizona auf jeden Fall verstanden habe. Anzug. Und dann gab es Woods oder die Arischen, Anzug, das sind die Weißen. Ja. Und dann gab es uns, Schwarze. Musste man sich eine Gang anschießen oder war das einfach so, wenn du Bruder, du kommst rein und du weißt doch schon direkt, was abgeht. Weißt du, was ich meine? So, du kommst rein und dann kommen deine Leute schon auf dich zu. Und auch nicht gemütlich. Weißt du, was ich meine? Sie wollen dich so testen und sagen, ey, gib mal das. Oder. Die sind so ein bisschen rüde, weißt du, was ich meine? So, ja. Und dann ist es so, da ist schon so als erstes Charaktercheck. Weißt du, was ich meine? Aber auf jeden Fall, wo ich dann, wo ich reingekommen bin, ist so, du kommst dann rein, dann kommst du in so einen Holding-Bereich, wo du so 24 Stunden chillst, so über Nacht, weißt du, was ich meine, so bist die ganze Zeit zugeschlossen. Es ist auf jeden Fall Film, kannst du, weil du, Digga, erstmal du kommst da rein, wie oft du dich ausziehen musst, in die Hocke gehen musst, Digga, das ist in Amerika auf jeden Fall Film, weißt du, was ich meine. Und dann, den ersten Tag war ich in so einem Dings drinnen und da bestimmen die, in welche Unit du kommst, in U-Haft, weißt du, was ich meine. Okay. Und ich komme da an und ich war dann aber, du bist dann in Einzelhaft und dann guckst du halt aber raus und siehst halt, und alle, die da waren, waren alle so irgendwelche, Bruder, Level 5er, weißt du, was ich meine? Irgendwelche kranken Gangmitglieder, die, Digga, so kaputt waren, dass sie nie wieder so in die Öffentlichkeit gelassen werden. Also, es gab manche Gefangenen, die wirst du niemals im 70-Mann-Saal sehen. Niemals. Nur von deren Vorgeschichte, weil die schon 12 Jahre saßen und ein Wärter abgeschissen haben, weißt du, so. Und da wusste ich schon, okay, Digga, der Scheiß wäre ernst, weil da waren solche Indianer, das war eine Indianer-Gang und die hatten so Ausgang. Und Digga, die sahen ganz kaputt aus. Die hatten alles so, die haben sich so Narben tätowiert und so, weißt du? Und so, ich habe halt gemerkt, wo ich reingekommen bin, weil das waren meine Football-Zeiten und wer meine alten Fotos kennt, weiß so, wie ich damals aussah, weißt du? Ich meine, so, die Leute dachten alle, ich bin auf Stoff auf den, weißt du? Ich meine, und ich war halt so, Digga, die kommen rein mit diesen orangen Anzügen, das war richtig eng, weißt du, ich meine, ich komme da rein und du merkst halt, Digga, da ist anders, da gibt's nicht, du bist 2 Meter groß oder so, da ist jeder gleich groß und so, weil da geht's nur um, Digga, Löwe oder Schaf, das war's, weißt du, und die waren auch direkt so, die machen auch direkt auf. So auf Testen, so. Ja, genau. Du musst so, es dich beweisen, ob du bist. Ja, ja, tough one, huh? So reden die, weißt du, aber wir sind so ein Shackles und ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich denke mir, Digga, ich denke immer im Innerlichen, ich bin richtig so auf, ich bin real, oder? Bisschen so Eierflattern ist da, Digga. Ich bin 22. Bis 22, kennst du es aus dem Film? Ein bisschen Eierflattern ist, Digga, was so ein bisschen Eierflattern ist da, weil ich weiß gar nicht, was hier abgeht, Digga. Ja. Ich denke mir, ja, da bin ich jetzt mit diesen hier. Ich frage dich so, läuft hier weiter? Er sagt, du kommst in eine Einheit. Dann kommst du in die Einheit. Und dann kriegst du so einen Sack, Verpflegungspaket und in so einen ekligen Sack. Kommst du rein, dann gehen die Türe auf und dann siehst du schon, weil du kannst von außen reingucken in die Unit. Du siehst Leute und alle sammeln sich, wenn neue Leute reinkommen und schreien New Guys, New Guys, New Guys, New Guys. Und dann gehst du durch so einen Gang von Menschen, Digga. Voila, manche sitzen auf den Hochbettern, alle gucken so auf, weißt du, machen so. Und ich guck so rum und dann sehe ich schon die Schwarzen und die sind schon so auf. Das ist der Böse, der kommt so auf. Ja, nicht mal, Bruder, sind so auf, verschüsst du so auf. Ich komme so rein. Achso, wir checken den ersten Mal. Ja, gucken, genau. Was das ist. Wenn du ganz, ganz frisch bist, anzumachen, weil irgendwann lernst du alle im Knast kennen. Selbst es gibt da wo ich war, gab es, glaube ich, 7 oder 8 Einheiten. Anzumachen, in diesem U-Haft. Ja. Und du musst dir vorstellen, in diesem Bereich lernst du sozusagen sowieso irgendwann jeden kennen. Anzumachen. Aber ganz am Anfang, jeder will dich testen. Vor allem die Leute, die richtig schon Knast erfahren sind. Anzumachen, die halten ja den ganzen Laden überhaupt zusammen. Weißt du, was ich meine? So. Und dann kommst du rein und dann, wie gesagt, dann sind die Leute halt. So, jeder will kurz gucken, wer du bist oder so. Entweder kommen sie zu dir freundlich, kannst du meine, wollen dich testen, oder sie kommen zu dir hinterhältig, wollen dich testen, oder sie kommen zu dir direkt, weißt du, ja. Und dann es sind halt die Momente, es gibt halt immer einen Moment, wo du getestet wirst, wo die sehen, ob du dabei bist oder nicht, ob du ein Opfer bist oder nicht. Kannst du Beispiel jetzt von dir erzählen, gab es am Anfang auch was, wo du noch wirklich kämpfen musstest? Ja, am Anfang, wo ich halt reingekommen bin, wollten die halt so Sachen aus meinem Verpflegungspaket haben. Also okay. Die haben noch gar nicht so freundlich gefragt, ernst was meine. Und dann war es einfach so eine Situation, Digga, dieses, weißt du, so, ich bin halt an so einem Punkt so, wenn ich so, zum Beispiel, egal ob eine Schlägerei passiert, es ist immer so bei mir, mein Adrenalinspiegel ist derbe oben und irgendwann ist es so, als würde ich, es wäre als kein Geräusch mehr da, als würde ich nichts mehr hören, als wäre ich nicht mehr da, ernst was meine. Und dann habe ich einfach eine Bombe gehauen, weil
die waren halt zu dritt und waren halt so auf, ey, mein Nigga, was geht und so. Mhm. Und ich war auch so, dann war der eine Nigga voll frech, so auf, ey, gib mal deine Sachen und so. Das, und dann habe ich gleich gemerkt, das, kennst du, du merkst, die Stimmung hat sich gedings. Und dann habe ich einfach so geguckt und dachte so, ich weiß noch ganz genau, wie ich gedacht habe, auf keine, Digga, ich denke mir so, ah, Digga. Ich weiß noch, dieser eine Digga hatte so Dreads, Digga, voll so ein kleines Tier, Digga. Ich denke mir so, war noch gut gebaut. Ja, so. Ja, ich denke mir so auf, Digga, kenn ich, weil das Ding ist, egal wo, das habe ich dann später gelernt, egal wo du hingehst oder wenn du Sachen klärst mit V-Männern und so, da komme ich später rein, ist so, es gibt so Muskel, Transmen, und es gibt nicht. So, ich war jung zum Beispiel, später, wo ich mit meinen Jungs war, egal was geklärt werden muss, erst V-Mann oder sonst was, dann sind wir da hingegangen, zum Beispiel ich und DeAndre oder sonst was, weißt du, DeAndre zum Beispiel war ein, so, er war so ein MMA-Kämpfer, verstehst du, und wir waren die Jüngeren, wir sind dann da hingegangen, Transmen, der meinte, zum Beispiel, es gibt einen so, einen Shotcaller oder so, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, aber es gibt immer eine Person in der Gruppe, die hat auf jeden Fall so, die Erfahrung, die Knastjahre, verstehst du, der... Meistens die Leute, die auch lebenslänglich bekommen haben, die... Ja, genau, so, weißt du, bei uns war das so ein kleiner Nigger Blue, er hat so, er hätte, in seinem Fall sollte er ungefähr 10 Jahre bekommen, und er war einfach OG so oft, man hat schon... Was hat er gemacht? Er Betrug, okay. Er hat voll so geile Betrugssachen gemacht auf. Ja. Das war voll krass, Digga, auf jeden Fall, man lernt auch voll viel von den Leuten, weißt du, was ich meine? So, nachdem, was ist so passiert, nachdem du den einen da gebombt hast? Alle sind auf mich raufgegangen, weißt du, was ich meine? Ja, alle sind auf mich raufgegangen, planst du? Sie gejumpt, auseinandergenommen, ja, genau, krank. Ja, genau, weißt du, so, wir haben uns schnell gehauen in der Ecke und dann sind sie schon abgesprungen, waren so auf, ei, so waren die. Und dann hatte ich das Gefühl auf, Kelleck, ich habe jetzt Scheiße gebaut, jetzt, weißt du, sind alle gegen mich. Aber dann war so, sollten wir alle zur Zählung, weißt du, was ich meine? Kommt rein, der Alltag ist da und dann, es war so kurz vor der Zählung. Und dann haben wir eine Zählung gemacht und voilà, ich lag so auf meinem Bett, ich hab mir voll Sorgen gemacht. Weißt du, ich denke mir, Digga, Barb, Digga, meine Lippe ist dick, Digga, ich blute und so. Ich denke mir, Digga, kleines Pfeilchen, Digga, ich denke mir so, wow, Digga, weißt du, so, ich bin erster Tag hier. Scheiße, Digga, dachte ich. Da hat mich mein 2 Meter gar nicht gerettet, Digga, dachte ich. Kennst du es, meine? Ja. Innerlich war ich so auf, egal, einfach, Digga, geh rein, weißt du es, meine? Halt einfach so, mach dein Ding, keiner wird dich schon nerven. Verstehst du? Das war nicht so, ne? Und dann, danach, wo diese Zählung zu Ende war, so, dann war der Saal auf einmal lebendig, dann ist der CEO rausgegangen. Das heißt, du bist der Wärter ist dann dazu. Ja, genau. Mein Wärter war das immer und der Saal. Genau, er geht dann raus und dann bam. Und dann bewegen sich alle. Bam, der Saal geht los, Fernseher gucken, Leute holen Sachen aus dem Schrank. Tak, 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 voll so Leben. Auf, als wärst du in der Stadt auf einmal. Kennst du? Bam, ich springe so runter. Auf einmal, ich sehe schon, diese Niggas kommen auf mich zu. Aber die kommen voll mit Freundlichkeit und so, haben auch Sachen mitgebracht und so, man auf, ey, mein Nigga, was geht und so, ja, man, wir freuen uns und so, dies, das und so, Top 6, ba, kannst du meinen, so. Und so wurde ich dann zum Beispiel jetzt da empfangen. Und da habe ich da gleich gemerkt, oh krass, die nehmen, das ist voll so eine Politik hier, kannst du meinen, da haben die mir das auch direkt erklärt, man so, warst du schon im Knast? Zeig mal deine Akte, hast du? Und dann, du kriegst ja auch immer deine Akte dabei. Und das ist so auf, ich habe mich erstmal so gefühlt auf, ey, ich bin doch kein V-Mann. Aber dann waren die so auf, haben mir erklärt, ey Bruder, du warst schon in die Knast, weißt du, meine, so und so läuft das hier. Jeder, der reinkommt, muss seine Akte zeigen. So, das ist unsere Verantwortung. Wenn du V-Mann bist, weißt du, meine, weil, die, guck mal, die Paisanos, da waren immer Kartellleute dabei. Ja. Irgendwo saß immer jemand vom Kartell. Und die haben immer, die waren die Shortcaller. Und die hast du auch meistens nie wahrgenommen, hast du, meine? Ja. Und du musst dir vorstellen, das ist an der mexikanischen Grenze. Das heißt, da wo ich war... Und überwiegend Mexikaner. Das Kartell kann deine Familie umbringen lassen, sofort. Wenn du, verstehst du, Digga, die haben alles da. Die haben Koks reingebracht, alles, verstehst du? Und das war so, die Wärter waren alle Mexikaner. Das heißt, die waren auch sehr korrupt, dementsprechend. Ja, na klar, oder die mussten da. Digga, was hast du eine Wahl, wenn die Cobra, Digga, genau... Weißt du? Ja, du wohnst ja, als Wärter wohnst du dann ja auch in der Nähe vom Gefängnis. Du bist da, Leute, nein, du bist an der Grenze. Du wohnst in Yuma, Digga, dann lebst du an der Grenze von Mexiko. Das heißt, die schicken nachts Leute rüber und töten dich, Digga. Schüss, wenn du so und so diesen, natürlich gehen die nicht so an die Wärter ran, aber die Wärter wissen schon, oh, Digga, ich habe hier mit dem Kartell zu tun oder sonst was. Und so war das dann halt, die Wärter haben immer den Kartell oder diese Paisanos immer gesagt, wer V-Mann war. Und am Ende sind die auch zu uns gekommen und waren so auf der und der ist V-Mann. Kannst du meinen? So genau, jetzt, was ist mit V-Männern überhaupt mit Pädophilen passiert? So? Was hat man mit denen gemacht? Die Pädophilen haben Glück, Digga, gehabt, wo wir waren. Weil die waren auch so Sicherheits... Unit 8, Digga. Von 8 Einheiten. Es gab Unit 8 und da waren alle Pädophilen. Die waren so im Sicherheitsbereich. Ja, genau. Den ging ja auch in Deutschland. Denen geht es immer am besten. Wow, und weißt du, was mir am meisten leid getan hat bei den Pädophilen? Mhm. Weil da waren ein paar Fälle so, wo zum Beispiel ein 18-Jähriger hatte eine Freundin und er war mit ihr seit 3 Jahren zusammen, aber er ist 18 geworden und sie war noch 17.
Und er wurde einfach, Digga, die haben ihn einfach links, weil du, das ist in den Staaten nicht erlaubt gewesen. Ach, krank, Digga. Hast du? Deswegen saß er dann im Knast. Und die Eltern haben ihn dann angezeigt. Auf ganz komisch. Von der Freundin, die Eltern ja, haben genau, ihn angezeigt. Auf ganz komisch. Und er saß da bei den Pädophilen damit, Digga. Digga, das in U-Haft. Weißt du? Jeder hat über seinen Fall geredet, weil das war kaputt, das ist scheiße. Ja, genau. Ja, und was hat man dann mit den V-Männern noch im Knast gemacht? Also wenn wir zum Beispiel erfahren haben, dass jemand zum Beispiel in unseren Kreisen ein V-Mann war, also ich kann jetzt mal von der Situation erzählen, die war wirklich ernster. Da habe ich wirklich auch, das geht um jemand, der da gestorben ist. Also, da, und ich weiß bis heute nicht mal den Hintergrund, aber das waren halt die Mexikaner und die haben dann jemand totgestochen, also, als der Wärter nicht da war, und haben auch wirklich, Digga, 70, 80 Mal auf diesen Typen zu dritt eingestochen. Das heißt, eine Salomatik, genau. Die Leiche, den Typen noch da tot gesehen. Genau. Ja, yeah, nochmal, der hat richtig noch versucht zu atmen. Die haben seinen, Digga, die haben ihn die ganze Zeit in den Hals gestochen. So, stech mal jemand 30 Mal mit so einem kleinen Objekt in den Hals. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das Ding ist, meistens sind das dann solche jungen Jungs, die sowas machen, die entweder schon lebenslänglich haben, oder die einfach richtig Gang für dieses Kartell sind und sagen, der, ich nehme das auf mich, weißt du, was ich meine? Ja. So, weil das ist ja eine Tat, wenn du jemanden 80 Mal, entweder, Digga, wenn du jemanden umbringst, Digga, dann, weißt du, kommst du schnell, schneidest in die Kehle durch, lässt das Messer verschwinden, wäschst die Hände oder sonst was, weißt du, oder auf dem Hof gab es schon so, weißt du, die Leute, tak, 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 weiter, tak, tak, kennst du, die wollen gar nicht hochgehen. Ja. Aber es gab, es gab Situationen wie diese, wo ich war auf, Digga, Jungs, wollt ihr hochgehen oder was? Hast du so diesen, die haben sich richtig so mit blutigen Händen festgemessen und so. Auf dem war richtig egal, weißt du, was ich meine? Ja. Und bei uns war zum Beispiel eine Situation, da waren einer aus Haiti. Ja. Aber der eine war ein V-Mann oder wegen hat man das gemacht? Das meine ich, ich weiß nicht mal mehr richtig die Hintergrundgeschichte, aber ich kann es mir halt vorstellen, weil, oder was hatten das die Mexikaner mit uns überhaupt abzusprechen, weißt du, meine, die machen einfach ihre Sachen. Genauso das waren auch die dominiert haben, die Design. Ja, genau, ne? Genau so wie, aber Bruder, ich muss sagen, voila, Digga, wir Schwarzen waren zu stabil. Wir waren, guck mal, in 70 Mann, sag, ne, wir waren 12, 11 Mann. Und ich bringe auch einmal meinen Kollegen, er kommt jetzt bald hier, Gary, mit ihm saß ich, Gary Gamble. Ja. Und er kommt auch, er soll direkt die Interview machen, wir machen dann zusammen. Ja. Auf jeden Fall, Bruder, wir haben uns, wenn du so sehen willst, mit Chicanos und Paisanos waren das 40 Mann. Und wir haben uns, gab es Phasen, wo wir uns wirklich durchgesetzt haben, weißt du, was meine, auf wirklich, auf, Digga, ich wollte Kaffee reinbringen, kannst du es meine, über so einen alten Mann, über, da gab es ja manchmal Leute, die sind wegen Betrunkenheit auf dem Fahrrad hochgegangen, die konnten nur ihre 100 Dollar Kaution nicht bezahlen und sitzen auf einmal mit uns alle in Uber, weißt du, oder ich habe Situationen gesehen, wo Leute, auch mein Kollege Gary, Digga, weißt du, was meine, manche Leute werden sagen, was für ein Dings ist das denn, aber Bruder, in der Situation war es halt so, Bruder, hat jemand, Digga, kaputt kommen, weil er geschnarcht hat. Mhm. Weil es nicht mal, deine Psyche, du drehst ja durch da drin. Weißt du, die schaffen ja Tiere. Die Umstände, wie sind die? Unsere letzte Mahlzeit war um 16 Uhr. Ja. Und wir haben etwas gehabt, was die 1800 Kalorien-Diät hieß oder sonst was. Und der Besitzer vom Gefängnis, weil es ja privat besitzt, dachte, es ist eine gute Idee, uns so wenig Essen zu geben wie möglich. Weißt du, was ich meine? Und Digga, voila, Digga, ich habe Anträge gestellt. Ich meinte, ey Leute, ich. Mein Kopf tut schon weh. So konnte man aber auch kein Essen selber kaufen, wenn man das den deutschen Konntest du. Commissary, weißt du? Das war einmal im Monat. Also okay. Dann füllst du aus. Aber ich bin da jetzt erstmal 2-3 Monate, Digga. Kannst du meine? Und die Situation, wie es war, ich war ja in Amerika, keiner konnte mir helfen. Kannst du meine? Dann hat mir meine damalige Freundin erstmal ein paar hundert Euro geschickt, dies, das. Und es ist auch passiert, Digga, dass die Kollegen von mir, die ich da im College hatte, Geld geschickt hat, 500 Dollar, so eine Sache. Und Bruder, die sind nie wieder gekommen. Die sind einfach abgehauen. Ja. Solche, das meine ich damit, man verliert voll viele Brüder. Jemand, mit dem, der mir einen Brief geschrieben hat, ich habe ihn geschrieben, Bruder, meinte, meine Frau schickt an die Geld und so, bitte tu mir einen Gefallen, weil es war voll kompliziert. Damals war nicht PayPal. Es war 2008, weißt du? Das ist eine ganz andere Zeit gewesen. Da, Digga, musstest du Money Transfer, blablabla. Das ist, Digga, ganz, ganz kompliziert. Und mein Geld ist zum Beispiel auch nicht immer angekommen. Und dann, ich wurde zweimal abgezogen. Ja, von Leuten, die sich Kollegen drüben in Amerika bekommen haben. Weißt du, was ich meine? So zweimal.
auch, Digga, es gibt so viele Geschichten da. Du hast halt auch dich komplett auseinandergenommen. Mit 22, ja, du frisst das auf. Und ja, vor allem, wenn du die ersten paar Wochen da sitzt, weißt du, und du, ich saß da wegen Raub, weißt du? Also, um mal zu, ich weiß noch nie, über die Tat habe ich schon gesprochen. Hast du schon im ersten Interview? Ja. Und wenn du dann erfährst, dass es hier um 17 bis 21 Jahre oder 15 bis 21 Jahre und du fragst ja rum und die Leute sagen, Bruder, die werden dir irgendwann einen Deal geben, dann musst du einfach das alles auf dich nehmen und dann kriegst du 7, 6, so, wenn du Glück hast, 5, weißt du so. Ja. Und bist dann so 22 und du realisierst zum ersten Mal, du hast ja noch nie Knast gesessen, du kennst das ja selber, verstehst du? So. Und realisierst, ich werde hier erstmal drin sein. Kennst du so dieses auf? Und das macht ja auch was mit dir. Verstehst du? Manche Leute knicken ein und manche sind so auf, egal, ich lasse mich nicht von der Situation unterkriegen. Kannst du es meinen? Ich werde einfach Energie, Digga. Weißt du? Ja, da hat es angefangen. Ich grinde einfach. Verstehst du? Digga, ich habe da Leute mitgezogen, die haben mit mir Sport gemacht. Richtige Gangster, weißt du es meine? Ja. Oder die haben jeden Tag mit mir Sport gemacht. Ich war damals schon so ein Fitnessfreak. Verstehst du? Und das war für mich, wie gesagt, in der Zeit auch immer mein Links. Jeden Tag Klimmzüge, Liegestütze, spielen dies, das. Aber zurück zu diesem V-Mann. Es war so, wir hatten dann einen in unseren Kreisen, das war so ein Haitianer. Mal, weißt du? Und wir haben am meisten rumgehangen. Verstehst du? Er war erst seit 4 Wochen da. Und ich weiß gar nicht, wie er das geschafft hat, dass wir das auf seinem Papier nicht gesehen haben. Aber die Mexikaner haben dann so diesen Blue dazu gut und mich. Und da war ich zum ersten Mal überrascht, so warum wollen die mit mir reden? Weil es gibt immer so 2, 3 Leute, die reden. Also meine, und Blue und so, die haben sich immer getroffen, irgendwo in Dusche. Man denkt so in engen Raum. Nein, die haben sich irgendwo in der Ecke. Du hast immer gesehen, so auf einmal 3, 4 verschiedene Parteien. Weil wir hängen nicht mit den Mexikanern rum. Wir sitzen nicht an einem Tisch. Ist auch wirklich so, man, wo die Gangs unter sich. Wir sitzen nicht mit denen an Tisch. Nein, wir sitzen nicht mit denen an Tisch. Kein Handshake, kein gar nichts. Tschüss, so, oh, Bro. Digga, wenn einer dich anguckt, so, dies, das, so, entweder geht ihr direkt Toilette, haut euch, oder du sagst, ich habe ein Problem mit ihm, dann klären die, dass ihr euch one-on-one auf Toilette hauen könnt. Tschüss, so. Ja. Digga, und jeder, der zum Beispiel vor Werther gehauen hat, war für uns ein Hurensohn. Wenn du mich jetzt anguckst und ich hau dich vor Werther, Digga, die Leute sagen, du bist selber V-Mann, Digga. Ist doch klar, dass er auseinanderhält. Ist doch klar, Bruder. Gib ihm noch die Chance, mach doch mal einen Mann. Seh doch, wer wirklich Mann ist. Hau ihn nicht von linke Seite und dann wird direkt unterbrochen. Und kommt was haben die Werther generell so bei Schläge reingemacht? Die Verstärkung geholt. Ja. Und das ist auch wirklich so, wie man das im Gefängnis sieht, dass diese Truppe mit diesen dann Masken die rein, und den Waffen kommt. Ja, Mann, die kommen rein. Das dauert ungefähr, ich würde sagen, ab diesem Punkt, wo der den Knopf drückt, 1,5 Minuten oder so, höchstens. 60 Sekunden. Dann werden Leben auseinandergenommen, wenn die reinkommen. Ja, Mann, die kommen. Und manchmal kommen die auch mit diese, sind die mit diesen Gummigeschossen reinkommen. Dann, Digga, dann war jeder auf dem Boden, aber direkt, Digga. Also, das und schießen auch direkt, wenn einer sich falsch bewegt. Denk doch mal nach, wie die Amerikaner sind, Digga. Ich habe schon von Werther richtig in die Fresse bekommen. Mhm. So, ich war richtig gefesselt auf dem Rücken im Fahrstuhl. Digga, Guerrero. Sergeant Guerrero. Den Namen vergisst du nicht, er hat dich dick auseinandergenommen. Ja, man, er hat mich richtig die Ohrfeigen gegeben, oder? Ja. Ich war richtig so, aber ich habe auch ihn die ganze Zeit angelächelt, weißt du, was meine so? Und dann bin ich ISO gekommen. Haben die mich erstmal 2, 3 Monate ISO gesteckt und so. Und weil er sich so aufgeregt hat, weil er ziemlich festnehmen wollten, weißt du, was meine? Es gab eine ganz einfache Situation mit Mr. Vogt, ein V-O-G-T, das war ein Wärter da. Und wir haben uns gehasst. Ansonsten, ich habe ihn gehasst, wirklich. Das war so ein fettes Schwein, der früher bei den Marines Aufnahmen nicht durchgekommen ist. Ansonsten, meine. Ja, und jetzt irgendwo die Bestätigung im Gefängnis. Genau, richtig. Und dann auch hier in Deutschland. Genau, und da haben wir America's Got Talent oder irgendwie hieß die Sendung, haben wir geguckt und da ging es um Singen. Und er hat auf einmal, siehst du, wie diese Strichcode runtergeht, weil die haben die Fernbedienung. Schüss so und macht leiser. It's too loud. Und alle sind so. Kennst du, wenn man sich nicht richtig umdreht, aber man ist so auf. Alle sind so, egal. Wallah, wir standen da so. Mhm. Irgendwann nach 3, 4 Minuten, ich gehe so zu ihm hin, ganz ruhig, ich sag zu ihm, ey, ganz ehrlich, ich hab richtig so, ich hab schon so Wutstraining gehabt. Ich war so, ey, warum machst du das leise? Guck mal, wie wir da stehen, wie Deppen, Digga. Mhm. Und er ist so auf, es ist zu laut, es ist mir hier zu viel Trubel gerade. Und ich so, Digga, mach doch mal bitte lauter. Und er sagt, auf einmal, er sagt irgendwas, ich sag was. Digga, bevor ich versehe, Digga, er drückt diesen Knopf. Ich gucke ihn so an. Ich sage, so machst du jetzt zu mir. Er sagt so, er grinst so, ja, jetzt können sie unsere Einheit hier verlassen. Weil das Schlimme ist, wenn du ISO gehst, du kommst nie wieder in deine Einheit. Ja. Du kommst wieder. Ich mir auch noch gleich, wie die Zeit in ISO war im Loch. Ja.
Aber wir müssen auch zu den V-Mann zurück. Ich glaube, wir sind so weggesprungen, was mit den V-Mann jetzt gemacht haben. Genau. Auf jeden Fall, dann sind die halt, haben die uns so an den Tisch geholt und dann waren wir, wir saßen da in Mexiko, weißt du, beim L, weißt du, wo Telemundo läuft, sind wir da hingegangen, haben uns kurz mit denen hingesetzt und dann haben die uns so ein Papier zugezeigt und dann war so sein Mugshot, alles und mit Aussage und so. Und dann war es so, er hatte mit seiner Frau und seinen Kollegen, haben die Leute ausgeraubt. Und er hat seine Frau dazu benutzt, Reiche zu daten, ist mit denen auf Dates gegangen, weißt du, und war so, dann hat sie die Leute immer in Situationen gebracht, wo die zum Automaten gehen, weißt du, meine? Und dann haben die immer am Automaten abgezogen, weißt du, und haben, Digga, immer den Geld abgezogen, so dumme kleine Räuber. Und er hat aber gegen seine Freundin und gegen seinen Kollegen ausgesagt. Okay. Weißt du, was ich meine? So, und seine Freunde und seine Kollegen waren aber noch nicht im Gefängnis. Weißt du, was ich meine? Er wurde gepackt bei irgendeiner anderen Sache und hat aber dann diese Sachen ausgepackt. Und du musst frischen seine Freundin, die haben zwei Kinder, die Kinder sind dann in Dings gegangen, ja. Weißt du, und so und mit diesem Typen habe ich jeden Tag Schach gespielt. Wir haben immer Schach gespielt, er war voll so ein guter Schach. Was hat er denn erzählt, weswegen er drin war? Er hat das niemals erzählt. Ja, genau. Überfällig. Ich habe ihn auch geglaubt. Er hat das sehr überzeugend gedings. Und dann sind wir eines Tages, ich war so auf okay, krass. Und dann war so, sind wir zurückgegangen und war Blue so, ja, du weißt, was du machen musst, ne? Digga, nimm ihn und sorg dafür, dass sie hier rauskommt, weißt du? Roll yourself out, heißt das, weißt du? Roll out of the unit, get out of the unit. Dieser Blue meint das dann zu dir. Nimm deine Bettdecke, nimm deine Sachen, nimm deinen Sack, geh zum CEO und sag, ich will hier raus, ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Verstehst du? Dann müssen sie dich rauslassen, es ist egal, was ist, verstehst du? Das heißt, roll yourself out. Und dann sind wir hingegangen und das war so mein Moment, wo die auch so gucken wollten, so weißt du, weil ich bin ja die ganze Zeit mit ihm und dann, ja man, dann haben wir ihn, dann haben wir ihn bearbeitet, also ich meine so ganz sachlich, Digga, er wusste auch direkt schon, was abgeht, wir sind so in seinen Zellenbereich sozusagen hingegangen, weißt du, was ich meine, und es war halt ein toter Winkel und er wusste halt ganz genau, wenn ich und dieser Nigger kommen, weißt du, was ich meine, ist so, es hat nichts zu bedeuten, weil wir haben nie rumgegangen, weißt du, ich war eigentlich mit ihnen und so und er wusste halt direkt den Vibe und dann war ich so auf, oder warum, weißt du, so und er, weil dies, ich war halt noch so, kennst du es unangenehm, ich war halt noch so auf Bruder so und er war halt direkt kleiner V-Mann. Du meinst, er hat manchmal Schach gespielt, so du warst nicht so. Genau, und dann in dem Moment habe ich halt gemerkt, so, weil mein Kollege hat mich so angerempelt. Und dann habe ich gemerkt, wow, Digga, hier ist gar keine Spielerei, Digga. Das ist erst ein V-Mann. Bum, bum, bum. Und dann haben wir ihn direkt auch gehauen. Weißt du, mein Kollege hat auch nicht so viel, hat auch nicht gar nicht, ich habe gemerkt, er hat gar nicht so einen, er wollte halt nur sehen, dass ich ihn richtig bearbeite. Und dann meinte ich zu ihm, roll yourself out, Digga, und so. Und dann hat er sich ausgerollt. Also, und dann war er auch weg, Digga. Einheit, ja, Mann. PC oder sonst wo. Und sowas geht dann eigentlich auch nicht hoch, wenn man das in dem richtigen Winkel macht. Ja, so genau, Kameras. Ja, genau, genau. Digga, es sind manchmal nachts Leute, Digga, von den Betten gesprungen. Digga, das habe ich live gesehen. Ich lag so auf dem Bett und es gab Probleme, Digga. Du siehst nur drei, vier Leute springen von den Betten, Digga. Und wir hatten Schlösser und so. Du musst dir vorstellen, für unseren Schrank hatten wir ein Schloss. Ernst, meine, Digga, es gibt doch diesen Film, wo die das machen. Diesen Armeefilm, wo die mit den Schlössern, Digga, die Leute festhalten. Und genau auf diesem Film waren die, Digga. Wenn die ein Problem mit dir hatten und, Digga, du hast zu laut gemuckt an den Tag. Es gab eine Situation, wo Leute richtig lautstark voll wettern, Ruhe und so. Und die ist da. Es gibt das immer. Das fällt nach. Es ist ein wilder Dings, Digga. Das ist Wildnis. Verschüsst du sagen will. Und du siehst jeden Tag was. Du versuchst dich nur rauszuhalten. Planst du mal, ich hatte immer ein, zwei Kollegen, mit denen ich Karten gespielt habe, mit denen wir Sport gemacht haben. Und das war es. Verschüsst du, und viel gelesen. Sehr viele Bücher haben wir gelesen. Ich habe mich immer versucht rauszuhalten. Es gab immer zu viel Stress, zu viel Ärger. Hast du es, meine Sohn? Ja, Mann. Heftig, was mich interessieren würde, so diese Leuten, die wirklich so lebenslang bekommen, diesen Anführern, Kartellchefs, wie du gesagt hast. Oder auch Leute, die. Ich hatte einen guten Kollegen. Oder auch Leute, die wirklich die Todesstrafe zu erwarten haben. Wie waren die drauf? Waren die auch in diesen Seelen? Also, ich kann dir genau sagen, wo ich zum Beispiel im Loch war, ne, gab es zum Beispiel. Deswegen kamst du überhaupt ins Loch? Wegen dieser Situation mit Mr. Vogue. Das war das erste Mal, ja, genau. Ich war oft im Loch, immer rein und raus. Weißt du? Digga, wenn zum Beispiel mein Kollege Gary wird, das bestimmt, ich war in jeder Unit, von allen 7 Units, war ich in jedem. Ich glaube, ich war der Einzige in diesen 10 Monaten, wo ich Urlaub war, der in diesen einen Unit war. Okay, und warum war das so? Nach dem Loch kommst du mal in den Weil ich immer, weil es immer eine Auseinandersetzung gab, weißt du, so eine Ohrfeige, dies, das, verschüttest du, es war immer irgendwas, oder die Wärter mochten mich nicht,
Und ich war immer so 3 Tage Loch, dann neue Einheit. Das heißt, du warst auch in dieser Unit 5 oder so, wo diese Leute drin waren, die unzurechnungsfähig sind. Level 5, ja, ist, genau, da waren halt solche Sleeper, Digga, da waren ein paar ganz kranke Mexikaner auch, aber die waren korrekt, weil da gab es nicht mehr diese Politik, weil wir haben alle geredet und die haben, ich bin erstmal reingekommen und ich war richtig sauer, weißt du, was ich meine, weil ich war in U-Haft und mein Gericht war so und die meinten dann zu mir, weil jeder wusste immer Level 5, you don't want to go Level 5, you don't want to go to shoot and be a Level 5 guy, weil Level 5 ist, du bist auf Level 5 eingeschult und ich hatte schon über 30 Punkte gesammelt. Warst du in meinen 10 Monaten? Das heißt. Kannst du das Punktesystem erklären, wie ist das mit den Punkten? Da, wenn du jedes Mal, wenn du Ärger kriegst, sowas bei uns, kriegst du Punkte. Ja. Und am Ende gibt es halt so ein Level, wo du hinkommst. Bist du ein Troublemaker oder nicht? Bei mir war so, wo ich dann ins große Gefängnis gekommen bin, war es so, die haben mich direkt schon in ein Level eingestuft und das wusste ich alles gar nicht mal. Und dann war ich halt direkt so Level 3, Level 4. Mit Leuten, die 20 Jahre saßen, hast du es meine? So, und ich war so, Digga, ich habe insgesamt so, glaube ich, mit in der geschlossenen Zeit, also ohne Abschiebehaft, habe ich, glaube ich, 16 Monate, 17 Monate. Du warst doch knapp 2 Jahre drin. Ja, verstehst du? Das ist doch krank, sowas zu machen. Ein 22, 23-Jährigen mit solchen Leuten drin zu lassen. Aber ist ja egal, es ist ja nur, wie du dich verhältst im Gefängnis. Ja. Hast du es meine? So, da waren manche Leute, die haben 4 Jahre gehabt, 3 Jahre. Ich habe ja zum Beispiel 3 Jahre, ich wurde ja zu 3 Jahren verurteilt. Mhm. Und in Amerika ist es so, als Ausländer bist du nach 50% der Strafe abgeschoben, was Zubauer ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil ich dachte auch nur, wow, Digga, schieb mich ab, 18 Monate reiß ich hier ganz, weißt du, was ich meine? Nur einmal durchkommen und fertig, Digga. Diese Level 5 da, als du mit den Leuten warst. Ja, genau. Und da waren Leute so auf ernsthaft, Digga, auf wirklich, wirklich. Bruder, da waren ein paar Jungs. Ich erinnere mich auch an 2, 3 richtig sehr genau. Den einen habe ich auch so, Lonely Bear. Es gab ein paar Leute, Digga, die waren einfach, Digga, anderes Level von calm, von in sich gekehrt. Die haben mir auch gesagt, so, du musst meditieren, du musst, komm runter, Junge. So, weißt du, weil die haben mich erstmal so, waren alle so auf, yo, new guy, yo, new guy, yo, cell 4, weißt du, so, die reden halt alles, es ist so 18, weißt du, und alles, was du siehst, ist ein Spiegel. Wenn du durch die ganz kleinen Löcher guckst, also ich meine, du siehst nichts. Du hörst nur Schritte, du hörst. Und das war's. Und dann hörst du die Leute. Und einen hatten wir, der war in Zelle 7. Den haben wir da 3 Tage wieder rausgenommen. Zelle 7 war Suicide Watch. Das heißt, da kamen immer verrückte Leute rein, die geschrien haben. Alles Mögliche. Und dieser Lonely Bear und Dings haben immer Schach gespielt. Nur über auf. Also ich hab ein Brett, du hast ein Brett und ich rufe genau, deine Position richtig, durch. Alles genau, geht. Richtig. Also so oder einfach so, weil ich habe dann 2 Wochen nichts gesagt. Weil ich war richtig so, ich war sauer. Wie gesagt, ich war in U-Haft. Mein Fall war da und ich war kurz davor so, ich hatte meinen ersten Deal bekommen und der erste Deal war so, die meinten so, gesteh die Sache und du kriegst zwischen 10 und 12 Jahre. Also meine 9 und 12 Jahre und meine Anwältin war so auf, wir können Besseres rausholen und das hat mich so, diese Zeit hat mich einfach abgefuckt, also meine, und dann war ich dann in diesem Loch und hab halt, und wenn du ein Mann bist, weißt du, was meine, so ist es egal, wer vor dir steht oder sonst was, aber wenn du Handschellen anhast und du kriegst richtig Ohrfeigen, boom, Digga, hat mich so 2, 3 in den Bauch geboxt, so weißt du, so, aber ich habe versucht die ganze Zeit ihn anzulachen auf, bububub, deine Luft ist sehr klatsch, kennst du diese piepende Ohrfeigen. Kennst du, aber du kannst immer deine Hände machen. Ja, du machst nur so, Digga. Ernst, ich meine, boah, Digga, danach, ich war richtig erstmal so. Und dann war er noch so, ist er extra noch, als die Zelle zugemacht haben, tak, 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 mich reingetan haben, waren die noch so auf, war so auf, Digga, ich werde dafür sorgen, dass du hier bist. Dass du Riot, weil wo die mich festnehmen wollten, ne, ist der Typ mit Gummidings rum und dann habe ich es verloren, als er aufgedrückt hat. Ich meinte, du Hurensohn. Er hat mich richtig beleidigt. Ich war so, gottverdammter Hurensohn, du Bastard. Was war so, als schon auf den Knopf gedrückt. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Die kommen jetzt sowieso. Dann kommen die rein mit dieser Helme, alle auf dem Boden und ich stehe so vom Tisch und die sind so auf dem Boden, auf dem Boden, auf dem Boden. Dann kommen die bumm und wollen mich so tackeln. Walla, Digga, auf alles ist mein Heiliges, Bruder, die haben mich nicht auf den Boden bekommen. Ja, wenn mich nicht auf den Boden bekommen. Und das waren richtig Zeiten, da habe ich 200, über 200 Kilo Kniebeugen gemacht und so, weißt du? Ja. Ich bin richtig so Super Saiyajin-Modus gegangen. Die haben mich mit ihren Stöckern gehauen, Digga, gewirkt, Digga, ich so an den Tisch und in dem Moment sind alle durchgedreht. Auf.
Alle im Saal, Digga, haben geschrien. Alle auf, Digga, lagen auf Betten. Alle sind so gedingst. Verstehst du, weil wo auf den Knopf gedrückt hat, geht Alarm schon los. Das heißt, alle im Saal, ob du am Telefon bist oder sonst was, du weißt, diese Gang kommt jetzt in ungefähr noch 45 Sekunden, kommen die reingesprüht mit Aggression. Weil das sind keine normalen Wärter. Ja. Die kennst du gar nicht. Das sind richtige Hunde, kennst du? Das heißt, alle springen schon auf ihr Bett. Nehmen ihre Sachen, papp. Oder jetzt wird jetzt erstmal, ja, erstmal ist Lockdown. Warum hast du dich eigentlich so verhalten, so hingelegt? Hä? Warum hast du dich einfach verhalten und hingelegt, als du den Knopf schon gedrückt hast? Digga, weil ich ihn beleidigen wollte. Weil ich wusste, ich gehe jetzt Loch. Verstehst du? Ich dachte, ich frage. Und auf mich wurde noch nie der Knopf gedrückt. Verstehst du? Okay. Ich bin zwar schon Loch gegangen, er meinte, du gehst Loch heute. Digga, Lockdown. Und dann hat er einmal angerufen, dann haben die mich abgeholt und so. Ich war auf einmal, Digga, du Pisser. So, solche Sachen sind passiert. Aber noch nie, ich habe schon mitbekommen, wie die auf jemanden Knopf gedrückt haben, aber noch nie sowas, weil das ist dann so auf, er fühlt sich bedroht. Weißt du, mein, das heißt, du kommst erstmal in ein Loch, nicht diese zwei, drei Tage, weil du das oder gepackt worden bist mit Kaffee oder verstehst du irgendwelche Sachen, die gar nicht. Digga, war ich, wie gesagt, das war eine Zeit, wo ich einfach, Digga, ich war einfach sauer, weißt du, mein, und dann sind die gekommen. Und dann, dafür, dass alle so gejubelt haben, war da so, dieser Sergeant Guerrero war dann so, ich garantiere dir, dass ich dir noch einen Riot-Charge aufpacke, der 3 bis 5 Jahre geht. Verstehst du? Was heißt das? Riot heißt Aufstand. Ich habe einen Aufstand aufgelöst. Ahnst du? Und dann war so, ich werde dafür sorgen, dass du Level 5 deine Haft verbringst. So war. Das längeres Video an dieser Stelle machen wir Stopp. Nächste Woche kommt der zweite Part raus. Ganz kurz was zu deinem Merch auch noch kurz Werbung für dich. Limitierte Pullis, 300 Stück. Wir bringen auch T-Shirts raus. Es geht jetzt los, Digga. Wir wollen jetzt eine richtige Merch-Reihe raushauen. Wir wollen richtig 5, 6, 7, 8 Stück an verschiedenen Sachen rausholen. Jogginghosen. Es kommt alles in der Zukunft. Wir fangen jetzt erstmal mit Pullis an und arbeiten so.